Ladies and gentlemen, welcome to the Midnight Society Founders Club Meeting in Los Angeles. Ja, es war soweit. Die Founder wurden eingeladen von Dr. Disrespect, von dem Studio von ihm. Und das Spiel hat einen Namen bekommen, es wurde revealed und es wurde viel gesprochen und diskutiert. Und es gibt eine Download-Version und. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal 10 Schritte zurück und fangen von vorne an. Also Dr. Disrespect hat ein Studio eröffnet und dieses Studio ging, glaube ich, 2021 an den Start, wurde da veröffentlicht. Wir wissen nicht, wie lange es schon existiert hat, aber da haben sie gesagt, dass sie ein Spiel entwickeln und ein paar Monate später wurden relativ spontan Founder eingeladen. Das heißt, es wurden Tickets erstellt für Leute, die an der Entwicklung teilnehmen können. In Form von Feedback, von Alpha-Tests, von Beta-Tests, Meeting mit den Entwicklern, Meeting online, Diskussionen und so weiter. Also sozusagen Alpha-Tester mit sehr, sehr viel Möglichkeiten, Input zu geben. Und dieses Ticket, um ein Founder zu werden, ist ein NFT. Das heißt, es ist sozusagen gleichzeitig eine Art Geldwert. Man musste 50 Euro bezahlen und hat dann so ein Ticket bekommen. Allerdings konnte man nur 7 Tage lang sich auf so ein Ticket bewerben. Und es haben sich in dieser kurzen Zeit, viele haben es gar nicht mitbekommen, haben sich 500.000 Menschen dafür beworben, 500.000 Leute. Und es gab nur 10.000 Tickets. Das heißt, man kann sich ausrechnen, dass die Tickets jetzt schon wahnsinnig viel wert sein werden. Die Leute, die dann das Glück gehabt haben, ein Ticket zu bekommen, haben diese 50 Euro bezahlt, haben das NFT gehabt, haben das Ticket gehabt. Und jetzt, aktuell am 29.07. gab es ein Meeting in Los Angeles. Und da wurden die Founder eingeladen. Wer in der Nähe war, in Los Angeles, ich habe auch ein Ticket bekommen zum Beispiel, ich bin auch Founder. Ich wurde ebenfalls eingeladen nach Los Angeles. War mir ein bisschen zu weit aus Deutschland, da mal kurz rüber zu fliegen. Ich habe mir das dann live angeguckt, die Nacht über, das ging um 2 Uhr morgens los. Und ja, war eine kurze oder lange Nacht. Jedenfalls haben wir da jetzt die Entwickler kennengelernt. Dr. Disrespect hat jeden Einzelnen begrüßt, der da ankam. Er hat jedem die Hand gegeben, sich mit den Leuten unterhalten, Fotos gemacht, das ist unglaublich. Deswegen hat sich auch der Start dieses Meetings um fast 2 Stunden verzögert, weil er wirklich sich um jeden Einzelnen gekümmert hat. Das ist absoluter Wahnsinn. Also für die Leute, die dort waren, da waren die 50 Euro schon 10-mal wert, sozusagen bezahlt zu werden. Also die haben sich richtig gefreut. Die Leute haben da ein paar Merchs bekommen und so weiter. Dann ging es los mit den Sessions. Und dann wurde gesagt, dass worum es eigentlich geht in diesem Spiel, was entwickelt wird. Und zwar ist es ein VES, ein Vertical Extraction Shooter. Also Extraction Shooter im Stile von Escape from Tarkov, The Cycle Frontier, Marauders. Das heißt, wir hätten jetzt die 4. Variante im Bunde von der Midnight Society. Vertical bedeutet, es geht aufwärts. Sowas gäbe es noch nicht, sagen die Entwickler, es ist einzigartig. Gleichzeitig wollen sie natürlich das Momentum, die Geschwindigkeit, wie das Dr. Disrespect betont, mit reinnehmen. Also nicht langweiliges, jahrelanges Grinden, sondern schnell zu Action kommen, gleichzeitig den Thrill haben. Das soll möglicherweise auch kompetitiv werden. Da hat man jetzt sich noch nicht so sehr zu geäußert. Das ist erstmal nicht so wichtig, weil man will erstmal die Fundamente schaffen. Ja, dann haben sie so erzählt und dann plötzlich haben sie gesagt, für alle Founder gibt es jetzt eine Download-Version für die Lobby. Das heißt, man kann in die Lobby. Lobby ist sozusagen der Bereich, in dem man dann wartet, bis man dann eine Runde starten kann. Und diese Lobby ist in der allerersten Iteration jetzt spielbar und das heißt 10.000 Leute kriegen jetzt sozusagen Zugang. Ich habe selber auch den Zugang bekommen, habe das mal angetestet und ich muss sagen, ich war extrem positiv überrascht. Zum einen, wie weit sie so sind. Also man muss bedenken, das ist ja alles ganz frisch aus dem Boden gestampft und jetzt haben wir schon eine Möglichkeit, da rumzulaufen, eine Waffe abzufeuern und es sieht richtig gut aus. Mir gefällt auch das Setting sehr gut, dieses düstere, dunkle, Gothic, Steampunk-mäßige vielleicht. Wir wissen es noch nicht genau, aber es scheint so in diese Richtung zu gehen. Sieht sehr, sehr geil aus. Ich liebe dieses Setting. Was ich ein bisschen vermisse, ist, dass es keinen Außenbereich gibt. Also es scheint, gut, es ist ein Außenbereich. Aber ich meine so richtig Außenbereich, dass man draußen vielleicht in der Natur rumlaufen kann oder sowas. Man ist es halt von Escape from Tarkov sehr gewohnt. Auf der anderen Seite freuen sich sicher auch viele Leute, dass sie nicht mehr in Escape from Tarkov mäßig durch die Wälder rennen müssen. Was vielen Leuten ja wirklich gar nicht gefallen hat. Also das Ganze findet in einem Turm statt, in einem Hochhaus. Und die Idee ist es, dass man in diesem Hochhaus den Ausgang findet und dann extracted.
Sie haben auch das Wort Loot erwähnt. Das heißt, man lootet in diesem Tower. Ob das jetzt ein Founder hat gefragt, was ist das für ein Loot? Werden wir Loot rausnehmen, um dann in unserem Hideout, in unserer Basis Toiletten zu bauen oder was? Und die Entwickler haben zu jeder Frage, die in dieser Art geformt war, geantwortet, wenn ihr wollt, dass wir Sachen implementieren, damit du in deiner Basis eine Toilette bauen kannst, ja, dann machen wir das. Also wir haben jetzt sozusagen die nächsten 2 Jahre vor uns mit diesen 10.000 Foundern. Die sind ja ausgesucht, also vielleicht noch einen Schritt zurück, diese Founder, die ausgesucht wurden, die mussten alle, also ich musste einen ganz, ganz langen Fragezettel beantworten. Wer bin ich, was mache ich, was tue ich beruflich, Alter, Content Creator, ja, nein, E-Sport, ja, nein, habe ich schon mal Extraction Shooter gespielt, ja, nein, und. Also die Liste war ewig lang. Diese 10.000 Leute, die sie rausgesucht haben, haben sie halt aus allen Bereichen sozusagen herausgenommen, dass sie ein Abbild kriegen und eine Meinung, eine repräsentative Meinung kriegen für ihre Spiele und das Spiel entwickeln können. Und entsprechend wollen sie, das betonen sie immer wieder, sich sehr, sehr stark an diese Founder orientieren und das Feedback sozusagen umsetzen. Das heißt, die Entwickler sagen, sie sind die ausführende Gewalt, sie sind sozusagen diejenigen, die ausführen, was die Community sagt. Also es ist ein Projekt, was gemeinsam gestartet werden soll. Es wird alle 6 Wochen ein Update geben. Es wird Meetings geben, es wird ständig in Umfragen geben, im Discord und so weiter. Ja, das ganze Ding rollt jetzt an und es scheint sehr, sehr, sehr interaktiv zu werden. Also es ist wirklich eine Reise, auf die wir uns jetzt begeben. Bin sehr, sehr gespannt. Einige sagen, so etwas gab es noch nicht, dass ein Spiel in einem so frühen Stadium bereits öffentlich wurde. Also normalerweise sind es so Spiele, die so früh sind, unter NDA, wenn jemand was kriegt unter NDA. Aber ich meine, hier haben wir nur die Lobby. Es ist nur die Lobby. Und viele sagen, sowas wird normalerweise nicht gezeigt, weil es einen sehr schlechten Eindruck macht. Die Leute denken, oh, so langweilig ist ja nichts, ist ja nur die Lobby. Aber es macht trotzdem einen schlechten Eindruck, rein psychologisch. Und deswegen wird dieser Approach normalerweise nicht so gegangen. Man wartet, bis man eine spielfähige Beta hat. Oder eine frühe Alpha und die unter NDA, also unter Geheimhaltung sozusagen, Spielern rausgibt. Aber Midnight in Society geht hier einen komplett anderen Weg. Sie sind transparent, was das angeht, und wollen von Anfang an die Leute mit drin haben. Und es ist auch legal zu streamen, zu zeigen, Bilder zu machen, Videos zu machen. Die kümmern sich, denen ist das egal. Man kann das machen, wie man will. Sie sagen, am Ende des Tages ist es uns völlig egal, was die Leute drumherum sagen. Also was die Presse sagt, was Hater sagen, was Konkurrenten sagen, was Kritiker sagen. Das spielt keine Rolle. Wir hören zu, aber wir werden das Spiel so modellieren nach dem Feedback, was die Founder geben. Also diese 10.000 Leute sozusagen, dieses Feedback, das ist das absolute Kernstück. Und wenn die sagen, Leute, wir haben die Idee, das und das zu machen, dann wird das umgesetzt. Weil das ist sozusagen der Kern, mit dem das Spiel einen erfolgreichen Weg gehen soll, um sozusagen was Neues zu kreieren. Ja, ich bin sehr gespannt. Es ist sehr, ja, wie gesagt, eine Art von Reise und sehr, sehr vielversprechend. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich bin ja selber Founder, also ich werde jetzt nicht jede 6 Wochen ein Video raushauen. Aber wenn es spannende News gibt zu diesem Thema, dann haue ich euch das natürlich raus. Es war eine aufregende Nacht, der 29.07.2022. Jetzt ist es veröffentlicht und jetzt haben wir das Spiel auch, was wir bereits spielen können. Und ja, jetzt geht es nur noch aufwärts. Ich bin sehr, sehr gespannt. Welcome Nummer 4 im Bunde von der Midnight Society. Ich habe den Namen noch gar nicht erwähnt. Welcome Dead Drop. Dead Drop heißt das Spiel. Es wurde heute oder gestern Abend so genannt, das erste Mal geteasert. Also Dead Drop. Für den VES, für den Vertical Extraction Shooter. GG's.